ja den Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir haben den jetzt mal ein klein bisschen umgeändert. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Oder im Umkehrschluss, wer fragt, gewinnt. Was meine ich damit? Du hast sicherlich auch schon gehört, dass es im Verkaufsgespräch wichtig ist, dass du Fragen stellst, um auch an die Informationen des Kunden ranzukommen. In einem anderen Video haben wir ja davon gesprochen, dass viele Verkäufer sich selbst zu gerne reden hören. Und dass man das mit Fragen auch entsprechend lösen kann und somit den Kunden auch zum Sprechen bewegen kann. Nun, auch in dem anderen Video habe ich schon das Thema Meinungsfragen erwähnt. Meinungsfragen sind ein sehr, sehr mächtiges Instrument in dem Bereich. Meinungsfragen sind zum einen mal Fragen, die man nicht direkt mit Ja oder Nein beantworten kann. Das heißt, im Gespräch, wenn du eine Meinungsfrage stellst, bringt dich das nie in eine schlechtere Position. Der Kunde kann eine Meinungsfrage beantworten, indem seine Meinung positiv ist auf das, was du fragst, oder seine Meinung ist eher negativ. Wenn die Meinung negativ ist, kannst du aber direkt weiterfragen. Du bist nicht in der Sackgasse, der Kunde hat nicht Nein gesagt. Es gibt verschiedene Arten von Meinungsfragen. Meinungsfrage, wenn du nach einer Meinung fragst, ganz einfach, was meinen Sie dazu? Und verschiedene Arten heißt, gerade für die vielleicht auch schon etwas versierteren Verkäufer, du kannst die verschiedenen Sinneskanäle ansprechen. Auditiv, visuell, kinästhetisch. Je nachdem, was du im Gespräch feststellst, vielleicht auch was dein Kunde für ein Typ ist. Das heißt, verwendet eher Begriffe, die in Richtung auditiv gehen, also ins Hören, eher Begriffe, die ins Visuelle gehen, also ins Sehen, oder eher Begriffe, die ins Fühlen, ins Spüren gehen, kinästhetisch, dann kannst du die Meinungsfragen auch entsprechend stellen. Auditiv zum Beispiel, wie hört sich das für Sie an? Wie tönt das für Sie? Oder visuell, wie sehen Sie das? Wie schaut das für Sie aus? Oder kinästhetisch, wie fühlt sich das für Sie an? Was halten Sie davon? Schreib dir auch einfach mal so ein paar Meinungsfragen auf, weil mit Meinungsfragen kannst du dich zum einen sehr schnell auch wieder so ein bisschen, wenn du in die Ecke gerätst im Verkaufsgespräch, aus dieser Situation raushelfen und du hast mit Meinungsfragen eine sehr, sehr mächtige Möglichkeit, ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um passende Informationen von deinem Kunden zu bekommen. Mach dir eine Liste, was könntest du fragen, teil es vielleicht auch mal ein in auditiv, visuell und kinästhetisch. Je nachdem, wenn es passt, wenn du merkst, oh, das ist eher ein visueller Typ, stell eine visuelle Meinungsfrage. Wenn du merkst, oh, das ist eher ein auditiver Typ, stell eine auditive Frage oder eben entsprechende kinästhetische. Wenn dir das nicht auffällt, ist es nicht ganz so schlimm. Auch bei einem auditiven Typ kannst du eine visuelle Frage stellen, das ist gar kein Problem. Es ist immer besser, als wenn du keine Frage stellst. Wie gesagt, Meinungsfragen sind sehr, sehr sanfte Fragen. Damit baust du keine Widerstände auf. Und wenn der Kunde eine positive Antwort gibt, dann hast du schon wieder möglicherweise ein Verkaufsargument, möglicherweise einen Punkt, wo du direkt ansetzen kannst. Wenn der Kunde eine negative Antwort bringt, dann sagt, oh nein, das gefällt mir gar nicht. Und kannst du einfach fragen, okay, wie müsste es denn sein, damit es ihm gefällt? Schreib dir die Liste auf, mach das so und überleg für dich mal, wo könntest du im Gespräch diese Fragen anwenden und probier es einfach aus, mach es einfach mal. Ich würde mich freuen, wenn du uns ein Like gibst und schreib uns doch auch mal in die Kommentare. Verwendest du Meinungsfragen schon? Welche Fragen verwendest du am liebsten? Es ist grundsätzlich auch gar kein Problem, wenn du immer die gleichen Fragen verwendest, das sind ja immer andere Kunden. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und viel Spaß beim Umsetzen.